Klosterfest am Eisbach. Pass. Ach du Gott. Novizen. Ach du Gott. Und eine Seraphim. Ey, ist das vielleicht die Seraphim, die wir am Anfang in Schimmelblick befreit haben? Erinnert ihr euch vielleicht? Hier. Wo war sie? Wo war sie? Wo war sie? Hier hinten in der Höhle. Wolfsaugen, nee, hier. War es nicht? War es hier? Doch, es war hier. Da, hier in der Höhle. Das sieht so nach dieser Seraphim aus. Mal wegen Telari. Ja, ich speichere mal ab und dann hören wir uns mal an, was die Gute zu sagen hat. Aber ich glaube, gute Nachrichten werden es nicht sein, die sie uns verkünden wird. Danke für eure Hilfe. Diese Eisriesen und Frostgoblins werden in letzter Zeit immer dreister. Wenn ihr in die Bibliothek wollt, müsst ihr euch an ihnen vorbeikämpfen. Der Sakara-Dämon, von dem ihr berichtet, ist eine schreckliche Bedrohung. Wir haben Schriften über diese Dämonen in der Bibliothek des Klosters. Doch weitere Gruppen der Goblinoiden halten die Zugänge besetzt, die zur Bibliothek führen. Ihr sucht in der Bibliothek nach... Aber ich glaube, das Spiel hat mal wieder jemand ein bisschen rumgebackt. Herrlich. Ich werde mal ganz kurz das Spiel neu laden. Oh, dass man sich nicht vernünftig einen Text mal anhören kann oder durchlesen kann. Wegdrückt und den Quest nicht mehr weiter freigibt. Herrlich. Dank Victor Estaro, Schwertschwester. Es war schön, wieder hier zu sein. Ja, wenn du das als schön empfindest, ich weiß ja nicht. Vor allen Dingen ein paar Goblinoiden, das ist ja ein bisschen untertrieben. Wenn man sich ja mal anguckt, was die abgezogen haben, das ist ja total krank. Die haben sich ja nicht nur hier ausgelassen, die haben ja auch hier alles demoliert. Und die ganzen Novizen umgebracht. Ja, was kann's Schöneres geben, ey? Herrlich. Oh Mann. Hier hat jemand offensichtlich übertrieben seinen Spaß gehabt. Aber sich von Goblins hauen zu lassen, naja. Das ist auch so ein bisschen, naja. Aber dieser Banner hier gefällt mir. Der von Secretär hängt. So einen hätte ich auch gerne. Ein paar Handschuhe, die nehmen wir selbstverständlich mit. So. Was, ihr wollt mir jetzt sagen, hier kommen wir nicht durch wegen dieser komischen Kerze oder was? Ihr könnt mich ja auch machen. Oh, Bannkreis der Angst, da liegt eine Rune für uns. Sehr schön, die nehmen wir noch selbstverständlich mit. Aha, wir müssen hier weiter. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Die Bibliothek der Ahnen. Okay. Da müssen wir also hoch. Jupp, kein Ding, das machen wir. Bevor wir die Bibliothek der Ahnen aufsuchen, möchte ich ganz gerne noch was anderes entdecken. Das müsste hier sich auch irgendwo näher aufhalten. Mal schauen, ob wir das finden. Nämlich das Portal der Klosterfeste. Ah ja. Da haben wir es. Jetzt sind bloß nur noch Shadanur. Und dann haben wir alle Ports sogar freigeschaltet. Ah, ist doch was. Dann haben wir es doch. Die Bibliothek der Ahnen. Es geht ja. Okay, die Bibliothek ist hier oben. Unten. Wir gehen jetzt aber erstmal hier hoch zu dem sehr netten Händler.
denn wir können hier nämlich garantiert ein bisschen Gold gebrauchen. Und dann verkaufen wir selbstverständlich bei ihm unsere Sachen, die wir haben. Hat er vielleicht ein paar vernünftige Rüstungsgegenstände oder so, aber das sieht mir ehrlich gesagt nicht danach aus. Nicht wirklich. War ja nicht gerade noch ein Schild, den ich mir angucken wollte? Ja. Anscheinend nicht mehr. Okay. So. Geht's hier noch irgendwo lang? Ja, es geht zwar hier im Turm runter, aber den können wir wahrscheinlich nicht betreten. Na gut. Dann, wo ist denn Sharifa hin? Oder ist Sharifa schon reingegangen? Scheint so. Ja gut. Dann speichere ich hier nochmal ab und dann gehen wir auch mal runter. Zur Bibliothek. Ach ja. Hier sieht es aber auch nicht mehr so heile aus. Oha. Okay. Sieht das so in etwa aus, wenn wir auch mal drauf gehen sollten? Sie werden auch so knisterig aus, ist wahrscheinlich, wo? Ah, schöne Seraphim-Statue. Ja, gucken, was die uns gewährt. Vielleicht einen höheren physischen und magischen Schaden. Oh, na toll, ja, Feuerschaden. Ist zwar schön, weil ja das alles Eisleute sind. Und die natürlich gegen Feuer ein bisschen allergisch reagieren, aber... Wir machen ja natürlich keinen Feuerschaden mit unserer Fähigkeit. Das ist natürlich ein bisschen doof. So. Also ich glaube, die Bibliothek, da müsste... Da müsste sich auch erstmal... Definitiv ein Abrisskommando sich damit beschäftigen und das ganze Ding entweder abreißen und neu machen. Oder... Ja. Auf jeden Fall eine Grundrenovierung sollte hier erfolgen. Das geht ja hier gar nicht. Ein Seraphim-Hologramm. Das hat uns bestimmt was Wichtiges zu sagen. Über den Sakara-Dämon. Schauen wir doch mal. Was das Hologramm uns sagen möchte. Und jetzt? Ja. Also, eins kann ich sagen. Ich habe nichts verstanden. Und die Stimme von der ging mir ziemlich doll auf den Sack. Aber Sharifa weiß bestimmt mit diesen Worten was anzufangen. Nicht wahr, Sharifa? Ich verstehe diese kryptischen Weisungen. Um den Sakara-Dämon zu vernichten, benötigen wir die heilige Macht der Elemente, aus denen Ankara findet diese Elemente. Die Schriften und Bücher geben uns Hinweise. Das Element der Lüfte ruht auf dem Eisgipfel von Frostgard. Das Element des Feuers in den Drachenhöhlen von Alcazaba Nocdraco. Das Element des Wassers in der Festungsruine von Veragnar. Und das Element der Erde in den Höhlen der Dunkelelfen von Suragnar. Wenn ihr die vier Elemente habt, trefft mich in der Enklave der Zauberkundigen von Burg Sternental. Der Kreis schließt sich. Sie seid unbesorgt, Sharifa. Ich würde die Elemente finden. Na toll, wir kriegen natürlich keinen Port oder was. So, hat die vielleicht uns noch was zu sagen? Nee. Ihre Stimme gibt mir natürlich ziemlich steuer auf den Senke. Das habe ich aber eben gerade schon erwähnt. Okay, wir müssen also die vier Elemente von Ankaria jetzt finden. Neue Aufgabe. Da passt es doch gut, dass das erste Element doch hier gleich in der Nähe ist. So. Ich zeig das mal hier oben schon mal. Dann müssen wir nach dahin. Hier liegt das Element der Luft. Das Element des Feuers. Und die anderen beiden Elemente liegen dicht beisammen. Element des Wassers hier und Element der Erde hier oben irgendwo. Und das wird jetzt unsere neue Aufgabe sein.
Kriegen wir das hin? Ich denke doch mal schon. So. Der Luft. Und so haben wir eine neue Aufgabe bekommen. Ach ja, ihr seid ja wieder neu gespawnt. Ihr schlimmen kleinen. Miesen kleinen Verbrecher. Aber ist auch schon krass, wie wenig Novizen hier überhaupt den Angriff überlebt haben. Also, viel war das ja wohl nicht mehr. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach ja, wir müssen hier, glaube ich, einen Weg durch einen aufgebrochenen Weg suchen. Hier. Da sind die Goblins und die Eisriesen wohl reingestürmt. Haben die Wand aufgebrochen. Des Palastes. Und Bam. Haben da drin ein bisschen wilde Sau gespielt. Ich nehme hier mal noch einen blauen Trank, weil die Eisriesen geben mir doch verhältnismäßig gut Erfahrungspunkte. Sollten wir mal machen. So, der ist auch tot. Ach ja. Ja, das Doofe ist natürlich, die haben natürlich eine schöne physische und magische Resistenz, wodurch wir erheblich weniger Schaden machen. Reicht zwar noch, um sie schnell zu töten, aber man sieht, was bei rauskommt. Schwingen der Magier, die lasse ich jetzt einfach mal liegen. Da wir jetzt nicht mehr sonderlich viel Platz im Inventar haben. Das war's mit euch dreien und jetzt seid ihr beide fertig. Yo, Level up. Hervorragend. Na, da würde ich mal sagen, eine Stufe hoch, den Handel. Und der Rest erfolgt dann erst später. So. Ah ja, hier kommen wir nach draußen. Gut so. Und jetzt müssen wir uns hier wieder einen schönen Weg über das Eiswasser suchen. Ach ja. Die Befestigungsanlagen wurden selbstverständlich auch schon hinübergehauen. Da steht auch kein Stein mehr über einen anderen. Richtig krass. Ich habe jetzt nur noch mal ganz kurz geguckt, welches Level wir eigentlich jetzt genau sind. 57. Oh. Kann sich sehr gut sehen lassen. Eisechsen, der Typ. Drachen. Irgendwie gefällt mir das ja schon mal gar nicht. Die Verhältnisdichte nimmt auf jeden Fall zu. Und wir kommen unserem Ziel auf jeden Fall immer näher. Wo soll uns das eigentlich überhaupt noch alles hinführen? So habe ich meine Gegner gerne. Schwach und schnell umfallend. Hexer der Eisgoblins. Von den Hexern sollten wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen. Wenn die sich auch vermehren können, das würde ich nicht gut finden. Und warum zum Teufel hängt hier eigentlich ein Galgen? Als ob Novizen ihre Leute aufhängen würden. Oder Gegner, das ist, machen sie auf jeden Fall nicht den Anschein. Aber okay. So, also hier muss das Element irgendwo sein. Wir sind ganz nah. Das können wir auf der Karte schon sehen. Ich speichere vorsichtshalber nochmal ab. Und dann schauen wir doch mal.